Wer auf der Internetseite seines bisherigen Arbeitgebers nach Derek Lukasen sucht, der wird als erstes auf einen Beitrag stoßen, in dem der Fußballer zu Modethemen vernommen wird. Stilikone Derek Lukasen steht darüber. Zufall ist das nicht. Seit einem Jahr steht der Defensivspieler beim holländischen Meister PSV Eindhoven unter Vertrag. Sportliche Schlagzeilen hat er in dieser Zeit nicht geschrieben. Auch deshalb wird Lukasen demnächst für einen anderen Arbeitgeber spielen. Sein Wechsel zu Hertha BSC soll in Kürze über die Bühne gehen. Von einer Leihe über ein Jahr ist die Rede. Dazu sollen die Berliner, anders als bei ihrer jüngsten Verpflichtung Marko Grujic vom FC Liverpool, eine Kaufoption erhalten. Lukasen, 23 Jahre alt, Sohn ghanaischer Eltern und in Amsterdam geboren, ist erst vorigen Sommer vom AZ Alkmaar für 5 Millionen Euro nach Eindhoven gewechselt. Er erhielt dort einen 5-Jahres-Vertrag, der erhoffte Karrieresprung blieb allerdings aus. 20 Pflichtspiele hat Lukasen für Eindhoven bestritten, nur 9-mal stand er in der Liga in der Startelf. Am früheren Stuttgarter und Freiburger Daniel Schwab kam Lukasen nicht vorbei. Der fünfte Neue wäre bei Hertha ein Backup mit gerade 19. Hat Lukasen für Alkmaar in der Eredivisie debütiert, in 3 Spielzeiten für AZ kam er zu 93 Pflichtspieleinsätzen. Seine Geschichte mit dem Knick im Lebenslauf ähnelt ein wenig der seines Landsmanns Karim Rekik, der seit einem Jahr bei Hertha unter Vertrag steht und sich dort auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfen konnte. Auch Rekik galt als großes Talent, ehe seine Karriere ein wenig ins Stocken geriet. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber Olympique Marseille spielte er zuletzt keine Rolle mehr, was Hertha erst die Möglichkeit eröffnete, ihn zu verpflichten. Der fünfte Neue dieses Sommers wäre bei Hertha wohl erst einmal als Backup vorgesehen. Wenn die Berliner wie zuletzt mit Dreierkette spielen, gibt es keinen echten Spezialisten mehr für die Innenverteidigung als möglichen Ersatz. Der Holländer ist aber auch auf anderen Positionen einsetzbar. In der vergangenen Saison spielte er 12-mal im defensiven Mittelfeld, 9-mal in der Innenverteidigung und 1-mal als Rechtsverteidiger. Diese Vielseitigkeit ist bei Hertha explizit erwünscht. Wie Niklas Stark könnte Lukasen nicht nur in der Abwehr, sondern auch im defensiven Mittelfeld auflaufen. Mehr zum Thema: Ich bin schnell, stark und will mich gern beweisen, sagt er. Dazu verfügt der 1,86 Meter große Defensivmann auch über einen guten Offensivkopfball. Und hart im Nehmen ist er auch. Bei einem Kopfballtor für AZ knallte Lukasen mit voller Wucht gegen den Pfosten. Er stand auf, schüttelte sich einmal, verzog keine Miene und jubelte.